Dienstag, heute Dienstag. League of Legends am Dienstag. Uniliga ist heute auf dem Plan. Haas, jawohl, ja. HSMB eSports gegen KitSC CatGem. Was ein Name. Okay, der Name ist schon mal Mental Breakdown. Und da ist so eine Malsa-Ulti einfach auch gefährlich in dem Moment, ne? Ja, für den Lockdown. Da kommt die Malsa-Ulti, da kommt Skill-User mit der QE-Connection, Hybrid, Half-Life. Kuchi kann ja mal das Leben retten mit der E. Jetzt sind sie zu zweit, aber Quai von hinten. Surprise, Quai, was Motherfucker. Was ist das für ein Winkel? Der Mann kommt aus dem eigenen Jungle. Kuchi mit dem Flash. Kriegt K-Connection. Hybrid jetzt noch am Leben. Ganz knapp. Skill-User kriegt ihn nicht. Shutdown für Hybrid. Ja, das Exhaust ist Gold wert an der Stelle. Kuchi sitzt hier und hovert. Das wird ein ganz fieser Tower Dive. Topster respektet hier nicht, dass er alleine ist. Oh, Ult wird gezogen. Schön. Ja, Lost und Oblivion hier doch mit ein bisschen Damage hat sich für Divine Thunder entschieden. Oh, Sodo, ganz schön in Bedrängnis. Oh, da willst du hat schon er, die Urkel und ja, hat auch kein Flash mehr ready. Ja, leider auch kein Flash mehr ready. Und ist tatsächlich zu schnell gestorben, als das. Und ist jetzt hier in Farm Even mit Kitten Me. Der muss ja auch TP'en, sonst verliert er den Tower. Das heißt, wir haben ein TP-Advantage auf HSMB-Seiten. Aber es ist gerade kein Objective auf Jess. Jesses wird jetzt hier abgebrochen. Lost in Oblivion geht rein mit der Ulti. Hybrid macht nicht genug Damage. Kitten Me ist hier immer noch Bedrängnis. Und Shutdown für Lost in Oblivion. Der Affe hat den Zucker genommen. Oh, no. Ich will jetzt noch laufen können. Das war jetzt ein bisschen sehr wilder TP. Wird er jetzt von Kuchi und Sodo angegangen? Komplett hops genommen. Desto schwieriger wird es an der Stelle für Topsa mit den beiden Quai, zu dealen. Oh, Quai jetzt hier auf seiner Wanderschaft. Cover flasht hier raus, da, aber der kommt wenn er da rauskommt, ist doch nicht wahr. Der lebt hier immer Mann, noch. Quai. Wo eine Kaiser dann doch relativ viel Self-Peel hat und dann mit dem dicken Shield nochmal. Aber man will hier für den nächsten Drake spielen, der in 10 Sekunden spawnt. Und HSMB hat hier die schlechtere Position. Ne? Also Ketchum, Early da, TP wird gezogen jetzt hier für Lost and Oblivion. Muss dazukommen. Der Drake wird angefangen. Das ist aber eine ganze Menge Damage. 2500 HP. Das ist 4 gegen 5. Man sollte eigentlich Blue. Da kommt der Gage. Cool. Stun von Kutsche geht raus. Kitten Meme mittendrin. Man kann leicht fallen und man kriegt einen. Janice fällt jetzt ebenfalls raus. Die anderen drei kommen weg. Drake ging trotzdem an Kit, somit der dritte Drake für die. Lost in Living flasht jetzt hier rein, aber Skill-User ist fest. Der nächste Flash wird gezogen von Kuchi. Skill-User ist down. Shutdown. Danke für die Kohle und das ist ein ganz klarer Nash an der Stelle. TP of Kitten Me ready. Und die sehen das auch. Die haben die Crap hier für Kitten Me am Start. Skill-User versucht da reinzukommen. Man delayed jetzt hier den Drake. Kuchi ist super. Tangle. Lost in Oblivion in die Backline. Da sitzt die Ulti. Der erste wird genockt. Da ist der erste Kill auf Skill-User. Geht er down. Und K'Connection wird auch genockt. Und da kommt der zweite Double-Kill an der Stelle für Sodor. Topsa ein bisschen im Bedrängnis. Aber das tankt sie einfach durch. Und da ist der nächste Kill. Und das ist der Free Nash für die HSMW. Ganz ehrlich. Oh, wir sehen hier eine ganze Menge Pings. Janice wird hier gecatcht, ist geroutet. Kutschi steht daneben, der Stun sitzt. Aber der Auto ist ganz schön tanky. Hybrid ist hier ganz schön in Gefahr. Topsa ist da. Aber die Ult wird geblockt über den W. Und jetzt ist Kutschi mit dem gedreht. Lost in den weg. Backline hat hier Ulti, kann ulten. Fünfmal Knock-Up. Und da kommt eine ganze Menge Damage von Sodur. Sonjas wird gezogen. Der erste Kill geht down. Skill-User geht auch down. Kitten Me, eine ganze Menge aber Damage. Aber auch der stirbt. K'Connection im Sonjas. Auch der fällt. Und Topsa ist im Bedrängnis. Und das kann sogar Game sein. Die haben. Ja, guck dir den Damage an, den Hybrid dort drauf drückt. Und sie haben noch eine Cannon Wave. Das ist so viel Damage. Und das sollte das Game sein. 5 Sekunden auf Jazzes, 10 Sekunden auf Skill-User. Aber der erste Tower geht down, der zweite Tower geht auch down. Und jetzt muss einfach nur noch überlebt werden. Und der Nexus fällt. 1039er Crit, das ist der vierte. Und da geht der Nexus down. GG, erstes Game geht an die HSMB. Also ich finde, beide kommen erstmal. Pretty insane vom Generellen. Wir haben natürlich jetzt aus dem ersten Game gesehen, da hassen wir unfassbar starker Teamfight. Ja. Und mit Diana, Uri und Shen und so, du hast halt echt extrem guten Teamfight. Das sind schon wahnsinnige Powerpicks, halt, ne? Shen hat halt so eine gute Antwort mit ihrem Champion. Also ich finde es hier echt mega schwer zu entscheiden, was hier gerade wirklich vorne ist. Und witzigerweise haben wir ja einen Shift in Playstyle. Die HSMB hat im letzten Game viel Disengage gespielt und jetzt spielt quasi Ketchum eine Comp, wo Champs den ersten Engage überleben können. Ne, aber ja, da sitzt gleich der nächste Q. Los, guck dir das an.
Da passiert nicht so besonders viel. Der läuft einfach raus. Jetzt hat er gleich den dritten Q und dann verlierst du den Trade. Ganz schwierige Geschichte. Schade, dass hier Early der nächste Torn sitzt. Oder es wird ja aber gefährlich. Knight sitzt hier auch. Pool wird gezogen. Kann er nicht mehr fallen. Skill-Doser mit Botlane, Fight um Drake, kann ihn securen, Jinult kommt rein, dicke Shockwave. Oh, das war wunderbar, dicke Shockwave und der Taunt. Nee, oh, da mein ist kein Gott. Da war kein Taunt. Das reicht nicht, sie sterben one by one. Malsa mit dem zweiten Malsa, mit dem dritten Kecknecken ist einfach ein Tier auf Malsa. Perfekte Position, der flasht dort in die Backline für den Taunt, aber da war nichts. Und dann steht er da wie eine Ente auf der Autobahn und wird halt einfach überfahren. Viele Plays versucht, nichts hat funktioniert. Midlane war fein bis dato. Jetzt hast du aber 3 Kills auf dem Malzahar. Da freust du dich natürlich auch als Solo, weil du denkst, ja, okay, danke für die 3 Kills. Ich gebe da mal meine Lane ab. Und Botlane ist ein absolutes Desaster für HSMW. Wir haben nun Quiver Boots. Unausgebaute Boots gegen Gale Force fertige Boots und ein Crit Cloak. Das ist halt nicht schön. Jin ist halt basically Wasserpistole und Caitlyn ist halt der schwere Gustav. Ja, ne, der hier hat sich von den Bullen kurz den Wasserwerfer ausgeliehen. Hör mal, der schießt ihn zurück in die Steinzeit. Topser ist so wütend, der hat ein Schild gebastelt und das Schild heißt 303 und dein Leben gehört mir. Topser, dicker Damage, kann zumindest hier Skillser rantorten, muss ulten, aber der Damage, Shane-Null geht auf QI, reicht, man kriegt sogar Flash noch. Man kann QI rausnehmen, stirbt dabei zwar selber. Ganz wichtiger Flash an der Stelle, sonst ist sie hier 100%ig tot. Kutschi versucht hier den Flank auf Kecknecton so... Ah, der Kitsch war wichtig. Ja, da ist eine ganze Menge Damage da, Kecknecton flasht hier raus, holt sich dann dickes Shutdown von 700 Gold. Das schmeckt nach Schnitzel, meine Freunde. Ich befürchte, das kostet sie einen Inhib-Tower an der Stelle. Der nächste Charge wird hier nämlich durchkommen. Aber man kriegt zumindest einen Herald. Aber Herald, der macht halt kein Damage. Oh, Lost of Living wird gehuckt. Es ist fast down. Und Caitlyn macht eine ganze Menge Damage. Spürt jetzt hier aber geflankt. Lebt die gefährlich. Topstar muss hier rausrennen. Aber der Damage ist da. Der Root ist auch da. Quiet, der nächste, der fällt. Kutschi. Ult wird geflasht. Aber gegen Topsa und Topsa ist so fett und Quincy hat nichts mehr, wird jetzt hier geholt. Der Summoner Heal von Hybrid ist da. Und der Taunt sitzt und der letzte Schuss. Oh, Doppel Knockup. Oh, jetzt aber Skill-User. Der Mann rennt einfach durch. Kitten mir aber ebenfalls in der Backline. Wave ist raus. Shadow ist langsam raus. Man kann aber langsam Front to Back spielen. Man kriegt one by one jeden rausgenommen bei der HSMW. Und Kit rollt einfach drüber. Beide Carries leben noch auf HSMW-Seiten, aber da. Das ist immer noch gefährlich. Die werden den Tower hier aufgeben müssen. Weil du hast immer noch wahnsinnig viel Power und ich befürchte, aufgeben müssen. Ja, der Inhib fällt auch da. Mindestens ein Inhib müssen sie hier aufgeben. Sodor versucht hier. Kann sich den Kill gönnen und das ist eine ganze Menge Damage auf Topsa. Ja, die haben mittlerweile Damage im Haus. Sodor Flash QW, aber das reicht nicht. Wir müssen jetzt hier Helmsklamm verteidigen, aber die haben einfach nichts. Soll er schallen in der Klamm. Nur noch Sodo, der am Leben ist, aber der hat ein allerletztes Mal. Ja, Grimme Taten erwachet. Auf zu Zorn, auf zu verderben und blutig morden. An der Stelle von Skill-User. Oh, Kutschi ist mit drin. Man kann aber turnen und man kriegt einen Jumper am Leben. Nexus. Nur noch Kitten. Kitten, die letzte Hoffnung. Kann man noch mal halten. Man kann nicht Double Kill. Holt jetzt zwar noch raus. Aber der Hybrid kommt angegainforced und kann die Base noch mal verteidigen. HSMW steht noch. Ja, Helmsklamm ist noch nicht gefallen. Der Nexus, ey, er hält sich da am seinen Faden mit seinen 2000 HP. Die sind halt immer noch am Minions-Clearen, ne? Die haben halt gar keinen Bock mehr. Ja, die haben halt gar... Oh, Kutschi wird hier auch gehookt. Also, sie müssen versucht halt hier sein Play auf Topser, der... Oh. Okay, man nimmt zumindest mal Kecknecken raus. Kutschi ist aber auch schon basically dead. Kutschi, super low, wird hier... Die Shen-Ul geht rein! Kutschi lebt immer noch, aber... Er lebt noch! Es reicht doch, aber jetzt kommt Double Kill von Topsa. Triple Kill von Topsa. Ja. Und das ist der Quarter. G, ein wahnsinnig, wahnsinnig gutes Spiel von KidGem.